Hallo Freunde der Sonne, da bin ich wieder. Ja, schlechte Nachrichten und welche das sind, seht ihr nach dem Intro. Schon. Ich entschuldige mich jetzt schon mal, sollte der Nachbarshund wieder anfangen zu kläffen, und nochmal Entschuldigung an die Leute, die das wahrscheinlich gar nicht bemerkt hätten. Das ist gang und gäbe, so früh mache ich normalerweise keine Videos. Ich habe jetzt ein bisschen gewartet, jetzt ist er ruhig, jetzt kommt gerade nichts mehr. Das geht hier schon ab 6 Uhr im Grunde los. Und ich höre ihn schon wieder, aber ist egal, denn ich habe was gesehen. Ich habe mir gerade meine Spinnenalarm geguckt, beziehungsweise habe mir meine erste Dilochotele Diamantinensis gegriffen und habe mal reingeschaut und habe sie nicht entdeckt. Was ich aber entdeckt hatte, war eine Schokoschabe. Eigentlich nicht normal, weil eigentlich ich immer warte, bis die gefressen werden, die Schaben. Deswegen weiß ich nicht so ganz, was da jetzt passiert ist und wie das passiert ist. Weil eigentlich hätte die Schabe einen Biss abkriegen müssen. Naja, jedenfalls habe ich die Spinne nicht gefunden. Jetzt habe ich mir erstmal alle Diamantinensis rangeholt und ein paar von den anderen kleinen, um zu schauen, ob noch alles tutti ist. Einige habe ich schon gesehen, aber wir werden uns alle jetzt nochmal angucken und vielleicht auch füttern. Wir werden mal schauen. Aber ich muss sagen, ich bin schockiert. Ist schon schlimm, dass ich sie nicht sehe. Weil alle anderen kann man immer wieder irgendwie sehen. Wenn man dreht, dann sieht man sie, wie sie rumlaufen. Aber die war nicht zu sehen. Ich muss auch mal gucken. Ah, hier ist das Ding mit der Schabe drin. Da werden wir gleich als erstes reinschauen. Und ich werde auch das ganze Ding umwühlen und schauen, ob die sich vielleicht eingegraben hat oder irgendwas dergleichen. Und dann werden wir mal schauen, ob wir sie finden. Ja, hier haben wir das gute Stück. Ich werde mir gleich mal was zurechtlegen, wo ich die Schabe reinmachen kann. Weil die ist hier gerade wirklich zu sehen. Also die läuft hier rum. Moment, wo ist sie? Okay, ist gerade abgewandert in eine andere Richtung. Ich mache jetzt einfach mal auf. Das ist übrigens das Quietschende, deswegen kann ich mir an das sehr gut erinnern, dass ich da gefüttert habe, weil ich das ja mehrfach aufgemacht hatte, um zu füttern. Und wie wir sehen, sehen wir hier... Ich gucke gerade rein, aber hier ist nichts, keine Spinne, mal eine Pinzette, will jetzt nicht unbedingt tief reinfingern. Ja, also da ist die Schabe und ich sehe hier gerade auch, hier sind irgendwie Beinchen, das hat ja nichts zu heißen. Möglicherweise sind das ja Häutungsbeinchen und die Spinne selbst ist hier noch irgendwo. Was ist das? Keine Ahnung, hier ist nichts zu sehen, weiß nicht, was es ist. Die Schabe krallen wir uns mal raus. Ah, komm. So. Und dann packen wir mal beiseite, weil die macht so schöne kratzige Geräusche auf dem Plastik. Dann schauen wir mal ein bisschen rein, ob ich hier irgendwo was freiwühlen kann. Tja, also wenn die sich hier irgendwo verbuddelt hätte, dann würde ich wahrscheinlich jetzt, hätte ich schon längst ein Loch aufgemacht. Hier sind halt überall so Beinchenstücke drin, aber wie gesagt, das ist halt auch normal. Es kann sein, dass es von der Häutung kommt. Tja, aber ich sehe keine Spinne. Wir werden uns mal was nehmen, wo ich das ausschütten kann. Nehmen wir das hier. So, das ganze Ding leer. Drehen das mal um. Und bröseln das mal auf. Also normalerweise mache ich das nicht, ne? Das ist aufbröseln, aber ich habe gerade echt Sorge, dass meine Spinne tatsächlich ein Appetithappen geworden ist. Ja. Wartet mal, ich brauche was zum Umschütten, damit ich mal ein bisschen was von der einen Seite rüberschicken kann auf eine andere Seite, damit ich da mal gucken kann. So. Ja, also so. Würde ich das jetzt machen. Das ist jetzt, weiß ich nicht, ob das jeder so macht. Aber ich schütte dann einfach immer ein bisschen was rüber. Und dann sehe ich ja immer, was da drin, ob da jetzt noch was sich bewegt, wenn ich da was rüber schütte. Das mache ich übrigens auch mit den Mehlwürmern so. Na, also immer ein bisschen rauskratzen. Tja. Ich sehe immer nur die Beinchen. Das ist natürlich nicht schön. Hier ist eine kleine weiße Assel. Also mehrere kleine weiße Asseln, die da gerade drin rumtoben.
Da ist einer. Und hier hinten war noch einer. Und ansonsten Springschwänze. Na, hier ist die andere Asse. Da. Ja, gut. Tja. Also, ich glaube, keine guten Nachrichten. Tja, keine Spinne drin. Ja, schön, nicht schön. Verflucht. So ein Mist. Tja. Und da ist halt das, was ich immer sage. Achtet drauf, dass die Futtertiere aufgefressen werden. Ich bin mir sicher, dass sie gegriffen wurde. Ich habe es ganz genau gesehen, wie sie die gegriffen hat. Aber scheinbar hat die Schabe das geschafft, wegzukommen. Oder ich weiß es nicht, weil ich habe echt drauf geachtet. Tja, Also jetzt gibt es halt mehrere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, die Schabe hat die Spinne in der Nacht einfach so überwältigt. Sehr unwahrscheinlich. So, dann haben wir noch die Möglichkeit, dass die Spinne sich gehäutet hat und dann überwältigt wurde. Während der Häutung. Glaube ich aber auch nicht. Meine Vermutung ist, dadurch, dass da ja nun auch weiße Asseln und Springschwänze drin waren, ich gehe davon aus, dass die Spinne aufgefressen wurde, auf jeden Fall. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die von der Schabe überwältigt wurde. Ich glaube eher, dass die gestorben ist und dann gefressen wurde da drin. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Weil Häutung war eigentlich nicht. Verstehe es halt nicht. Es kann nur so sein. Es kann nur so sein. Oder sie war wirklich in der Häutung und wurde dann aufgefressen. Die Möglichkeit besteht halt auch. Tja, gut. Ich kann die Zeit nicht zurückdrehen. Ich kann es nicht ändern. Schade drum. Ärgert mich sehr. Ja, können wir nichts dran ändern. Aber wir müssen weiterschauen. Aber hier sehe ich schon einige. Ne? Also, hier ist schon wieder einer am Krabbeln. Na komm, Fokus. Fokus so, nein. Da ist einer am Krabbeln. Ja, noch eine Diamantinensis. Also, der geht's gut. Hier ist auch gerade einer am Krabbeln. Schön, dass die jetzt draußen sind. Eben waren sie nicht zu sehen. Da krabbelt eine Diamantinensis. Futter brauchen die halt gerade nicht. Tja, was ist mit ihr? Sie liegt so komisch da. Schauen wir gleich mal rein. Ich meine, das ist jetzt nicht eine Totenhaltung oder so. Achtung. Ah, ne, quietscht nicht. Ist jetzt keine Haltung für eine tote Spinne. Ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Ich habe jetzt Doppel-Armageddon. Jetzt habe ich das Ding genommen, wo die Schabe drin war. Die Schabe ist hier runtergefallen. Aber die Spinne habe ich. Das war gerade wichtiger. Jetzt muss ich die Schabe finden. Oh Mann, ey. Okay. Kakerlako ist gefangen. So, jetzt müssen wir die Spinne wieder da reinbringen. Habt ihr das gesehen, wie die losgeschossen? Ich dachte, die ist tot. Ich dachte, die ist tot. Auf einmal gibt die Vollgas. Eieiei. So, Papier. Also manchmal soll es aber auch drunter und drüber laufen. Und die ist so schnell, wenn ihr das sehen würdet. Ich zeige euch das gleich. Puh. Das ging ja ruckizucki. Ich weiß gar nicht, ob das auf der Kamera drauf ist. So, damit ihr mal im Bilde seid, wie schnell so ein Tierchen sein kann. Na komm. Lass das sein. Das sind halt, also die hier ist gerade eben noch richtig weit gegangen. Die ist hier hochgerannt und runtergesprungen, runtergefallen und links und rechts. Irre.
So, jetzt muss ich die an eine Ecke bringen. So, darüber. Und dann muss die hier wieder rein. So, ich mache das Licht hier wieder ran. Ein bisschen Schweißausbrüche hatte ich jetzt, muss ich zugeben. Das war gerade sehr stressig. Ich meine, gut, wir haben die Schabe gefangen. Oh, und die Spinne haben wir auch. Die Spinne war gerade auch einfach viel wichtiger. Jetzt müssen wir nur gucken, dass die hier reinkommt, ohne dass die gleich wieder rausrennt. Denn die Wahrscheinlichkeit ist unglaublich hoch. Ich hätte eine Idee. Wartet mal. Da bin ich fast wieder rausgekommen. Und zwar, ich darf das nicht mitkriegen, dass ich das jetzt anhebe. So. So, warum habe ich das jetzt gemacht? Weil ich das Ding jetzt in Schiebeposition bringe. Zack. Erledigt. So. Ideal. Oi. Ne, also, holla die Waldfee. Also, wenn ihr da sowas macht, ne, das war gerade echt super unintelligent. Aber sie hat sich nicht bewegt, als ich gerade da rangegangen bin. Sie hat sich keinen Zentimeter bewegt. Dachte, oh Gott, ist die auch noch tot. Ich denke, warum? Oh. Und dann jagt die los, ne? Als gäbe es keinen Morgen mehr. Alles klar. Gut, machen wir wieder zu. Holla die Waldfee. Puh. Okay, hier haben wir noch einen Kandidaten. Der hängt auch so komisch da. Guckt euch das an. Das ist doch verdächtig. Die liegt da quasi auf dem Rücken. Das hat die andere auch gemacht. Aber die bewegt sich jetzt wenigstens. Also die ist mit Sicherheit am Leben. Ich traue euch nicht mehr. Ihr verkackert mich doch. Ja, aber ihr habt jetzt mal die Größe gesehen von den Tierchen, ne? Also im Vergleich Tierchen zu Schabe, das kann einfach gar nicht sein. Das ist nicht möglich, ne? Das ist eine winzige Schabe versus große Spinne. Das ist unmöglich. Ich wüsste nicht, wie das gehen soll. Aber, hey, Möglichkeiten gibt es viele. Vielleicht ist es genauso passiert, dass die sich gehäutet hat und dann gefressen wurde, aber überwältigt wurde sie von der Schabe auf keinen Fall. So, wo waren wir stehen geblieben? Wir haben die Diamantinensis durch, wir haben jetzt also nicht mehr 5, wir haben jetzt nur noch 4. Schade. Wenn ich irgendwo mal eine große kriegen könnte, würde ich mir wahrscheinlich eine holen. Mal schauen, ob ich nochmal irgendwann eine Chance habe dazu. Ja, wen haben wir hier noch? Einen kleinen Teufel. Und zwar die kleine Eresus. Der geht's aber gut. Da will ich jetzt nur Futter einbringen, dass die was zu fressen hat. Ich glaube nicht, dass wir das... Fokus. Ich glaube nicht, dass wir das gefilmt bekommen. Der Fokus, der will sowieso nicht. So, nehmen wir uns mal einen kleinen Wurm. Und da werden wir dann jetzt mal dafür sorgen, dass der nichts mehr machen kann. Legen den hier rein. So. Und das war es eigentlich schon. Ne? Also der Wurm kann jetzt nichts mehr machen. Den habe ich zerdrückt. Der liegt jetzt da drin. Und sie wird sich dann halt immer wieder bedienen, sofern sie braucht. Und da haben wir sie. Ne? Winzig. Winzig. Weiter geht's. So, dann haben wir hier noch die Davos Pentalores. Was ist denn das? Wartet mal, ich muss hier gerade mal gucken. Aus meiner Erde krabbelt da gerade irgendwas. Was ist das denn? Was zum Teufel ist das? Schaut euch das an. Was ist das? Sieht aus wie ein Käfer, aber. Was für ein Käfer? Der war in der Erde drin, die ich da umgewühlt hatte und nach der Spinne gesucht habe. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr wisst, was das ist. Es kann fliegen, es will fliegen. Ja, mein Freund, du fliegst hier nicht durch mein Zimmer. Alles klar. So, zack, mein alter Ding, wupp, renn damit. Der kann nach draußen, der fliegt hier nicht rum. Nicht in meiner Bude. Nicht während meiner Schicht. So, jetzt wollten wir die da aus Pentalos. Also schreibt es in die Kommentare, wenn ihr wisst, was das für ein Käfer war. Da, wo ich ihn hingestellt? Da.
Jetzt gehe ich mal nach der Davos Bentaloris. Hallo. Hallo? Sollen wir gleich mal gucken? Ich hole hier mal einen Meerwurm raus. Dem guten Tier. Oh, der ist zu groß. Das Gute ist, ich habe gerade wieder jede Menge kleine Meerwürmer, aber die sind schon wieder etwas zu klein. Versuchen wir mal unser Glück. Wo bist du denn? Ah, die ist hier drunter, hier in der Ecke. Gucken wir mal. Ja, nicht so einfach. Ich will den Meerwurm natürlich nicht darin fallen lassen, aber die wird sich den jetzt eh nehmen. Ich habe den jetzt schon platt gemacht, da kommt jetzt nicht mal allzu viel von dem Wurm. Die hängt genau hier drunter. Und weil ich weiß, dass die sehr juckig ist, mache ich da jetzt auch nicht lange. Ich pitcher da jetzt nicht viel rum. Wir lassen das so. Alles schön zumachen. Ich weiß, ich bin da manchmal ein Dödel und mache das nicht ordentlich zu. Richtig fest zumachen alles. Jetzt hatten wir tatsächlich noch ein bisschen Action. Eine Spinne hat sich wieder verzogen. Eine Spinne leider weniger. Das ist richtig schlimm, finde ich. Aber gut, passiert halt. Wäre jetzt meine erste Vogelspinne, die tatsächlich gestorben ist hier. Naja gut, kann ich nicht mehr ändern. Ist jetzt so passiert. Ich tippe drauf, dass die in der Häutung war und dann gefressen wurde. Oder halt tatsächlich gestorben ist und dann gefressen wurde. Aber genau sagen kann ich es halt leider nicht. Jedenfalls sind wir am Ende des Videos und ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn ja, lass mir doch ein Like da. Kommentieren wäre auch ganz nett. Und vergiss nicht zu abonnieren. Abonnieren ist ganz wichtig mit dem Glöckchen, damit du mitbekommst, wann wieder ein Stream ist, wann wieder ein neues Video kommt oder irgendein Beitrag. Wenn du mich unterstützen möchtest, habe ich Patreon. Link ist in der Beschreibung. Außerdem haben wir noch die Kanalmitgliedschaften. Auch Link in der Beschreibung. Schau da gerne mal rein. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!